Die Bombe im Gehirn. Die Spätfolgen von Kindesmisshandlung. Die Ideologie des Glaubens. Teil 4 von 4. Englisches Original von Stefan Molyneux. www.freedomainradio.com. In dieser Folge 4 fließen alle Erkenntnisse der Reihe Die Bombe im Gehirn zusammen und die der Interviews mit den Experten, die Stefan Molyneux mit Wissenschaftlern geführt hat. Ich meine, dass sich daraus eine überzeugende Überlegung dafür ergibt, wie man die Welt verändern kann. Eine vernünftige Reihenfolge? Wenn du schon Zeit damit verbracht hast, Menschen von etwas zu überzeugen, wie das seit Sokrates viele Philosophen und Libertäre und Objektivisten und Anarchisten getan haben, wenn man Leute dazu bringen möchte, ein besserer Mensch zu sein, rationaler zu sein, sachliche Themen logischer und objektiver, der Faktenlage mehr entsprechend zu betrachten, wirst du gemerkt haben, dass man sich die Zähne ausbeißt, weil Fakten und vernünftige Argumente nicht so viel Wirkung bei den Leuten haben. Es fällt uns aber oft schwer, auf vernünftige Argumente und Fakten als Methode zu verzichten, wenn es in einer Diskussion um die Wahrheit geht, weil wir, so glaube ich, eine falsche Vorstellung davon haben, was eigentlich los ist, wenn jemand eine Grundüberzeugung hat. Viele stellen sich das ungefähr so vor. Sie gehen davon aus, dass der Geist des Menschen zunächst eine leere Tafel ist, so wie der Philosoph John Locke sich das gedacht hat. Und auf diese leere Tafel schreiben sich Fakten durch Sinneswahrnehmungen, Bücher lesen, Dokumentarfilme sehen und so weiter. Durch vernünftige Argumente und Logik kommen wir dann zu unseren Überzeugungen. Dementsprechend konzentrieren sich viele Menschen, die die Welt verändern wollen, auf Fakten und vernünftige Argumente. Das haben Kommunisten genauso versucht wie Liberale. Sie haben gesagt, du hast die falschen Argumente, die falschen Fakten, du machst Denkfehler. Ich liefere dir bessere Argumente und bessere Fakten und dann wirst du deine Grundüberzeugungen aufgeben, weil die ja daraus abgeleitet worden sind. Soweit diese Vorstellung. Aber wenn du nur etwas Zeit damit verbringst, irgendetwas in der wirklichen Welt zu diskutieren, wirst du feststellen, dass es so nicht funktioniert. Was passiert ist, dass du den Leuten bessere Argumente und neue Fakten gibst und sie ignorieren das. Oder sie akzeptieren das widerwillig und haben es am nächsten Tag vergessen. Wenn man also durch Fakten und vernünftige Argumente die Glaubenssätze von Leuten ändern will, kämpft man wie Don Quixote gegen Windmühlenflügel. Die Leute geben ihre Glaubenssätze einfach nicht auf. Man muss diesen Weg, die Welt zu verändern, aufgeben. Ich habe es getan. Ich werde oft gefragt, warum ich die frühe Kindheit thematisiere, warum ich mich mit der Situation in den Ursprungsfamilien beschäftige, warum ich für Selbsterkenntnis werbe, warum ich Psychotherapie empfehle. Die Antwort ist, weil ich Fakten mag, weil ich Empiriker bin, weil ich Sachen tue, die tatsächlich funktionieren. Und wenn ich feststelle, dass ich Sachen tue, die nicht funktionieren, zum Beispiel mit Fakten und vernünftigen Argumenten Glaubenssätze verändern, dann ändere ich mein Vorgehen, damit ich Sachen tun kann, die tatsächlich funktionieren. Nenn mich einen verrückten empirischen Rationalisten, aber so mache ich das. Daher schauen wir uns die biologischen Fakten in Bezug auf Glaubenssätze an. So etwas muss man wissen, wenn man die Welt verändern will. Es ist genauso notwendig, wie wenn man Leuten beim Abnehmen helfen will, man etwas über Ernährung gelernt haben muss. Wir müssen etwas darüber lernen, wie das Gehirn mit Glaubenssätzen umgeht, wenn wir Glaubenssätze verändern möchten. Angst gegen Vernunft. Der evolutionäre Vorrang der Angstverschaltungen im Gehirn macht sie machtvoller als die Neuronenverbindungen zum Nachdenken. Die Amygdala schickt eine Vielzahl an Verbindungen in höhere Gehirnregionen. Dies sind Neurone, die wie Einbahnstraßen Impulse von der Amygdala zum Neokortex transportieren. Nur wenige Verbindungen verlaufen hingegen vom Neokortex zur Amygdala. Dies ermöglicht der Amygdala, die Aktivität des Kortex zu hemmen, also unser Nachdenken und bewusstes Entscheiden zu überstimmen, aber nicht umgekehrt. Das bedeutet, wenn jemand ängstlich wird, besonders wenn die Leute nicht wissen, warum sie ängstlich sind, oder wenn sie noch nicht einmal wissen, dass sie so fühlen, dann wird der präfrontale Kortex, das Nachdenkzentrum des Gehirns, abgeschaltet. Wenn man den Leuten eine These präsentiert, die sie ängstlich macht, löst die Amygdala ihre Kampf- oder Fluchtreaktion aus, die den Präfrontalkortex abschaltet.
Die Leute können nicht mehr klar und ruhig nachdenken. Sie reagieren nur noch instinktiv und emotional. Das sind dann automatische Reaktionen, die nicht wohl überlegt sind. Man kann das ändern, aber das erfordert eine bewusste Anstrengung, bei der man herausfindet, woher die eigenen Impulse kommen. Ich bin ein großer Fan, und das sage ich als Amateur, der kognitiven Psychotherapie, die mit Grundüberzeugungen arbeitet. Angst und Evolution. Dies macht die Angst viel, viel stärker als die Vernunft, sagt der Neurologe Michael Fanslow von der University of California in Los Angeles. Zitat: Die Angst entwickelte sich als Mechanismus, um uns in lebensbedrohlichen Situationen zu schützen, und vom evolutionären Standpunkt aus gibt es nichts Wichtigeres als das. Zitat Ende. Als Philosophen mag uns das stören, dass die Dinge im Gehirn so geordnet sind. Aber vom Standpunkt des Organismus aus ist das alles sehr sinnvoll. Schlangen im Gehirn. Angst ist nicht nur stärker als Vernunft, sie ist auch manchmal unglaublich leicht auszulösen, aus Gründen, die ebenfalls tief in unserer evolutionären Vergangenheit liegen. Auf eine nicht existierende Bedrohung zu reagieren, wie zum Beispiel vor einer vermeintlich giftigen Schlange zu fliehen, die sich aber als harmlos herausstellt, ist weniger gefährlich, als nicht auf eine reale Bedrohung zu reagieren. Man springt lieber vor einer Schlange weg, die sich als Stock herausstellt, als nicht vor einem Stock wegzuspringen, der sich als giftige Schlange herausstellt. Experiment. Es wurden viele Experimente durchgeführt, ich werde hier nur ein paar Beispiele bringen. In einem klassischen Experiment verglichen Forscher, wie Leute auf das Angebot einer Flugversicherung reagierten, die entweder den Tod aus irgendeinem Grund oder den Tod durch Terrorismus versicherte. Letzterer ist natürlich bloß ein kleinerer Unterfall des Ersteren. Doch die Konkretheit des Wortes Terrorismus in Kombination mit den heftigen Vorstellungen, die es hervorruft, löst die Angstreaktion der Amygdala aus, was die Worte aus irgendeinem Grund nicht tun. Das Resultat? Die Leute sind bereit, mehr Geld für die Terrorismusversicherung auszugeben, als für die Tod aus irgendeinem Grund Versicherung. Das ist nicht rational, aber wenn man Angst hat, wenn man beunruhigt ist, wird das Nachdenken gehemmt und man handelt auf sehr primitive Art. Als Philosoph ist man ständig in der Gefahr, Angst auszulösen. Man ist mit rationalen Argumenten wie ein Tsunami, der auf die alten kulturellen Denkgewohnheiten der Menschen wie auf kleine Fischerdörfer zurollt. Tod und Ideologie. In einem Experiment wurden Freiwillige, die sich selbst als politisch konservativ bezeichneten, an ihre Sterblichkeit erinnert. Schließlich stuften sie Homo-Ehen, Abtreibung und sexuelle Unmoral als größere Bedrohung für unser Land ein als vor dieser Erinnerung. Wenn man Menschen an ihre Sterblichkeit erinnert, verteidigen sie ihre Weltanschauung entschlossener und lehnen jene Menschen ab, die diese Weltanschauung in Frage stellen, sagte der Sozialpsychologe Jeff Greenberg. Biologie und Ideologie. Neue Forschungsbefunde legen nahe, dass diese unterschiedlichen Reaktionen und vielleicht alle politischen Überzeugungen biologisch verankert sein können. Damit ist nicht gemeint, dass sie genetisch festgelegt sind, sondern nur, dass Weltanschauungen tief im Gehirn verankert sind. Forscher der University of Nebraska, Douglas Oxley, Kevin Smith und John Hibbing, befragten Personen über ihre Einstellung zu politischen Themen, vom Irakkrieg über die Todesstrafe bis hin zu vorehelichem Sex. Alle Probanden äußerten feste Überzeugungen, die sie als sozialliberal oder sozialkonservativ kennzeichneten. Abscheu und Ideologie. 2 Monate nach der Befragung zeigten die Forscher den Probanden zufällige Bilder und maßen den Hautleitwiderstand, der sich mit unmerklichen Schwankungen des Schwitzens der Haut verändert. Hautleitfähigkeit ist damit ein Maß, wie stark die Kampffluchtreaktion ausgelöst wird. Beim Anblick eines blutigen Gesichts oder einer Wunde voller Maden schwitzten die Konservativen mehr als die Liberalen, auch nachdem man den Effekt des Geschlechts, des Einkommens, des Alters oder der Bildung herausgerechnet hatte. Die gleiche Tendenz zeigte sich beim Blinzeln als Reaktion auf ein lautes, überraschendes Geräusch. Konservativer blinzelten etwas stärker als Liberale, was eine angeborene Reaktion auf Bedrohung sei, so der Forscher John Hibbing.
Konservative sind so verdrahtet, dass sie auf Gefahren stärker reagieren als Sozialdemokraten. Gene oder Umwelt? Oxley und Hibbing vermuten, dass genetische Unterschiede unserer politischen Neigung zugrunde liegen. Frühere Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass bestimmte Mutationen beeinflussen, wie die Amygdala auf angstauslösende Bilder reagiert. Wenn man eine heftiger reagierende Amygdala hat, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man ein politischer Konservativer ist. Das klingt komisch, aber so ist es. Bewusst gewollt? Ich vertrete die Ansicht, dass in uns eine Menge vor sich geht, dessen wir uns nicht bewusst sind, und dass eine Menge in den Hirnen von den Leuten vor sich geht, mit denen wir über Wahrheit und Vernunft und Fakten reden, dessen sie sich nicht bewusst sind. Ist unser Wille wirklich so souverän, wie wir denken? An Elektroden angeschlossen, wurden Probanden aufgefordert, ihre Finger zu bewegen, wann sie wollten. Im Verlauf des Versuchs konnten die Forscher drei verschiedene Kurven in der elektrischen Aktivität des Gehirns während der Handlung ausmachen. Das erste war das allgemeine Bereitschaftspotenzial, welches die Planung irgendeiner Bewegung anzeigt. Eine kurze Zeit nach Entstehung des Bereitschaftspotenzials kam das Erleben, den Finger bewegen zu wollen. Die dritte Kurve stand schließlich in Verbindung mit der tatsächlichen Ausführung der Bewegung. Die Forscher entdeckten, dass das Bereitschaftspotenzial auftrat, deutlich bevor die Probanden selbst die bewusste Wahrnehmung hatten, ihren Finger bewegen zu wollen. Die Wahrnehmung des bewussten Willens, so scheint es, tritt erst einige Zeit auf, nachdem das Gehirn die Handlung bereits angestoßen hat. In diesem Beispiel ist der Wille eine Folge davon, dass das Gehirn bereit ist, einen Finger zu bewegen. Er ist also in gewisser Weise eine Illusion. Frei? In einer anderen Studie stimulierten Forscher das Gehirn ihrer Versuchspersonen durch den Schädel hindurch mit magnetischen Impulsen, wobei man durch einen gezielten magnetischen Impuls die unfreiwillige Bewegung unterschiedlicher Körperteile auslösen konnte. Ohne ihnen die Funktionsweise des magnetischen Apparats zu erklären, instruierten die Versuchsleiter ihre Versuchspersonen, entweder den linken oder den rechten Finger zu bewegen, ganz wie sie wollten, und zwar immer, wenn ein bestimmtes Klickgeräusch ertönte. Das Klicken entstand durch das Einschalten des Apparates, der die Bewegung eines bestimmten Fingers erzwang. Obwohl es der magnetische Impuls war, der die Teilnehmer dazu brachte, den jeweiligen Finger zu bewegen, empfanden sie, dass sie es gewesen wären, die sich für einen bestimmten Finger entschieden hätten und ihn dann bewegten. Zitat: Auf die Frage, ob sie selbst entschieden hätten, welchen Finger sie bewegen würden, waren die Teilnehmer nicht im geringsten verunsichert, dass etwas anderes als ihr eigener Wille die Entscheidung bewirkt hatte. Zitat Ende. Der Wille als Illusion. Das Erleben des Wollens ist, wie die Forscher es formulierten, die Art, wie unser Geist uns seine Tätigkeit darstellt, nicht die Tätigkeit selbst. Äußere Einflüsse. Versuchspersonen bekamen am Bildschirm Buchstabenreihen präsentiert und mussten entscheiden, ob darin Wörter enthalten waren. Nach jedem Durchgang wurde der Bildschirm leer, entweder weil die Probanden die Antworttaste gedrückt hatten oder automatisch, nach 400 bis 650 Millisekunden, wenn keine Eingabe gemacht wurde. Die Intervalle waren so kurz, dass es für die Versuchspersonen schwierig war zu entscheiden, ob ihre Antwort dazu geführt hatte, dass der Bildschirm leer wurde, oder ob es automatisch geschah. Eine Gruppe von Versuchspersonen wurde jedoch geprimed, das heißt, sie bekamen das Wort »Ich« vor dem eigentlichen Durchgang so kurz eingeblendet, dass sie es gerade noch nicht bemerkten, worauf dann die eigentliche Buchstabenfolge eingeblendet wurde, die sie auch bewusst wahrnahmen. Die Forscher fanden heraus, dass die Versuchspersonen, die vorab mit dem suggestiven Wort »Ich« geprimed worden waren, eher davon ausgingen, dass sie das Leerwerden des Bildschirms durch ihre Reaktion verursacht hatten, als die Versuchspersonen, die nicht geprimed worden waren. Die Versuchspersonen wurden, so scheint es, durch das vorbewusste Priming dahingehend beeinflusst, ein uneindeutiges Ereignis auf sich selbst zurückzuführen. Das unergründliche Unbewusste. Das Erleben unseres Willens ist also nicht nur eine innere Illusion. Es ist eine innere Illusion, die durch die äußere Situation beeinflussbar ist.
Die einzigartige menschliche Leistung bewusster Gedanken, die unsere Handlungen im Voraus entwerfen, gibt uns das Privileg, das Gefühl zu haben, wir würden willentlich auslösen, was wir tun. Tatsächlich ist es aber so, dass unbewusste und undurchschaubare Mechanismen sowohl den bewussten Gedanken über die Handlung als auch die Handlung selbst hervorrufen und somit auch den Eindruck von Willentlichkeit erzeugen, den wir haben, da wir den Gedanken als Auslöser der Handlung wahrnehmen. Unsere Gedanken mögen zwar tiefe, wichtige und unbewusste kausale Beziehungen zu unseren Handlungen haben, die Wahrnehmung des bewussten Willens rührt jedoch von einem Prozess her, der diese Beziehungen interpretiert und nicht von den Beziehungen als solche. Wir haben einen Impuls, handeln und danach entwickeln wir eine Geschichte darüber, warum wir getan haben, was wir getan haben. Der Positionseffekt. Probanden sollten in einem Billigkaufhaus entscheiden, welche von 4 Nylonstrumpfhosen die beste Qualität hatten. Die Probanden wussten nicht, dass die Strumpfhosen in Wirklichkeit identisch waren. Die Strumpfhosen waren im gleichen Abstand nebeneinander aufgereiht. Wie sich herausstellte, hatte die Position der Strumpfhosen einen signifikanten Effekt auf die Einschätzung ihrer Qualität. Es war so, dass von links nach rechts gehend 12% der Probanden das erste Paar als das beste einschätzten, 17% das zweite Paar, 31% das dritte und 40% das vierte Paar, das heißt das zuletzt betrachtete Paar Strumpfhosen. Das unbekannte Unbewusste. Wenn man ihr jeweiliges Urteil hinterfragte, begründeten die meisten Probanden ihre Entscheidung mit der Webart, dem Gewebe, der Reinheit, der Elastizität oder der guten Verarbeitung der Strümpfe, die sie als die besten ausgesucht hatten. Insgesamt gaben die Versuchspersonen 80 verschiedene Gründe für ihre Entscheidung an. Keiner von ihnen erwähnte jedoch die Position oder wie kurz es her war, dass er das jeweilige Paar betrachtet hatte. Das heißt, niemand durchschaute die Situation. Als man sie fragte, ob die Position der Strümpfe ihr Urteil beeinflusst haben könnte, räumte nur einer der Probanden ein, dass die Position eine Rolle gespielt haben könnte. Die Forscher schlussfolgerten, dass nicht entscheidend ist, warum der Positionseffekt auftritt, sondern dass er auftritt und dass die Probanden ihn weder von selbst bemerkten, noch ihn erkennen, wenn man sie darauf hinweist. Das ist der Grund, warum Sokrates die Selbsterkenntnis als erste Tugend bezeichnete. Schau in dein Unbewusstes, schau in dein Selbst, betreibe Introspektion, mache Therapie. Es ist so wichtig, weil andernfalls wirst du von Kräften gesteuert, die unbewusst sind, und du wirst nur die Illusion von Selbst, Wille, Wahrheit, von Philosophie sein können, und zwar nur nachträglich. Nachdem du den Impuls hattest, nachdem du gehandelt hast, wirst du eine Geschichte erfinden über das, was du getan hast. Die Notwendigkeit der Selbsterkenntnis. Bewusst verarbeitete Informationen können diese emotionalen und erlebensgesteuerten Verzerrungen außer Kraft setzen, wenn wir der Entscheidung genügend Zeit und Aufmerksamkeit widmen. Experimente zeigen, dass Informationen, derer wir uns nicht bewusst sind, selbst die überlegtesten, unemotionalsten Entscheidungen mehr beeinflussen können als Informationen, derer wir uns bewusst sind. Man begibt sich in große Gefahr, wenn man durchs Leben mit verschlossenen Augen geht. Denn wir fühlen Impulse, handeln dann einfach, und alles, was wir uns danach darüber einreden, ist nur nachträgliche Rechtfertigung, wenn wir nicht wirklich wissen, warum wir es getan haben. Das Unbewusste als Kultur. Wenn man die Leistungsfähigkeit des Unbewussten nicht versteht und nicht nutzt, ist man behindert, wenn es darum geht, die Welt zu verstehen. In seinem Buch Strangers to Ourselves, wir sind Fremde für uns selbst, bemerkt Timothy Wilson, dass unser Gehirn ungefähr 11 Millionen Informationen pro Sekunde aufnehmen kann, von denen es aber nur 40 bewusst zu verarbeiten vermag. Das unbewusste Gehirn verarbeitet den Rest. Wir brauchen Zugang zu diesem Turbo-Gehirnteil. Nun wenden wir uns politischen Überzeugungen zu. Das sozialdemokratische Gehirn. Möglicherweise sind die Gehirne von Sozialdemokraten und Konservativen unterschiedlich aufgebaut und arbeiten verschieden. Forscher der New York University und der University of California, Los Angeles, fanden heraus, dass eine bestimmte Region des Neokortex bei Menschen, die sich selbst als Sozialdemokraten betrachten, sensitiver ist als bei solchen, die sich als konservativ beschreiben.
Umschalten. Diese betreffende Gehirnregion hilft Menschen dabei, umzuschalten, wenn ihre übliche Reaktion unangemessen wäre, was für die Annahme spricht, dass Sozialdemokraten in ihrem Denken flexibler sind. Das konservative Gehirn. Ein Forschungsüberblick von 2003 stellte fest, dass Konservative im Durchschnitt engstirniger und rigider sind, sowie weniger tolerant gegenüber Ungewissheit und weniger offen für neue Erfahrungen. Einige der Persönlichkeitszüge, die in dieser Arbeit mit Konservativen in Verbindung gebracht wurden, waren eindeutig unschmeichelhaft, beispielsweise Ängstlichkeit, Aggression und Befürwortung von Ungleichheit. Das Experiment. Die Versuchspersonen waren College-Studenten, deren politische Einstellung von sehr sozial bis sehr konservativ reichten. Die Forscher instruierten sie, eine Taste zu drücken, wann immer ein M auf dem Bildschirm erschien, und nicht zu drücken, wenn sie ein W sahen. Da M viermal häufiger erschien als W, wurden die Probanden dazu konditioniert, reflexartig zu drücken, wann immer sie einen Buchstaben sahen. W oder M. Jeder Proband war an ein EEG angeschlossen, das die Aktivität des anterioren zingulären Kortex aufzeichnete, jenes Bereichs des Gehirns, der Konflikte zwischen einer gewohnheitsmäßigen Tendenz, Drücken der Taste, und einer aktuell passenderen Reaktion, Taste nicht drücken, entdeckt. Liberale zeigten mehr Aktivität in der Hirnregion und machten weniger Fehler als Konservative, wenn ein W präsentiert wurde. Liberale und Konservative waren gleich gut in der Erkennung von M. Die Zahlen. Sozialdemokraten wiesen 4,9-mal häufiger Aktivität in den Hirnzentren auf, die Konflikte verarbeiten, als Konservative, und sie lagen 2,2-mal häufiger in der besseren Hälfte der Gruppe, wenn es um die Treffsicherheit ging. Ideologie ist ein Symptom. Was bedeutet es, wenn man die unterschiedlichen Aktivierungsmuster der Gehirne von Menschen mit verschiedener politischer Grundeinstellung betrachtet? Die Gehirne unterscheiden sich nicht nur in der Funktion, sie unterscheiden sich auch im biologischen Aufbau. Wenn man versucht, jemandes Grundeinstellung zu verändern, geht das nicht nur mit Vernunft und Fakten. Es ähnelt mehr dem Prozess, wenn jemand eine neue Sprache lernt oder wenn man jemanden nach einer Hirnverletzung wieder rehabilitiert. Ein ideologisches Gehirn ist ein deformiertes Gehirn, bei dem Vernunft und Fakten allein nicht viel ausrichten können. Reife versus Rigidität. Insgesamt zeigen Sozialdemokraten eine größere Toleranz für Ungewissheit und Komplexität in psychologischen Experimenten, während Konservative dahin tendieren, mehr Struktur und Ordnung zu benötigen. Hierzu habe ich eine Kritik. Struktur und Ordnung sind keine schlechten Sachen an sich. Wissenschaft, Philosophie, Mathematik und Ingenieurwissenschaft basieren alle auf Struktur und Ordnung. Die Sozialdemokraten sind ein bisschen im hochgradig relativistischen postmodernen Lager mit viel zu viel Undeutlichkeit und Komplexität und zu wenig Struktur und Ordnung. Daher sehe ich Struktur und Ordnung nicht als notwendigerweise schlecht an. Angst ist gleich konservativ. Wenn Menschen Tod oder Terrorismus fürchten oder Unsicherheit erleben, tendieren sie dazu, konservativer zu werden. Eine Studie mit World Trade Center Überlebenden nach dem 9. September berichtete, dass 38% der Untersuchten innerhalb der 18 Monate nach der Attacke konservativer wurden, während nur 13% liberaler wurden. Politische Anschauungen sind verzerrtes Denken, sind Vorurteile, sind Ideologien. Sozialdemokraten und Konservative sind gleichermaßen geschickt darin, Entscheidungen zu fällen, ohne sich dabei von Tatsachen stören zu lassen, wie eine Studie von 2006 zeigt. Sie werden ziemlich erregt, wenn sie Informationen ignorieren, die ihren Einstellungen widersprechen. Die Forscher baten überzeugte Parteimitglieder beider Seiten, Informationen zu bewerten, die den von ihnen bevorzugten Kandidaten vor der Präsidentschaftswahl 2004 in Frage stellten. Die Gehirnaktivitäten der Versuchspersonen wurden aufgezeichnet, während sie überlegten. Fortsetzung: Verzerrung. Wir konnten keinerlei erhöhte Aktivität in denjenigen Bereichen des Gehirns feststellen, die normalerweise für das logische Nachdenken gebraucht werden, sagte Drew Weston, Leiter der klinischen Psychologie an der Emory University. Was wir stattdessen beobachteten, war,
dass ein Netzwerk emotionaler Schaltkreise aktiv wurde, darunter auch Schaltkreise, die vermutlich an der Emotionsregulation beteiligt sind, sowie solche, die für Konfliktlösung gebraucht werden. Ein Mangel an Vernunft. Die Versuchspersonen aus beiden politischen Lagern kamen zu völlig verzerrten Ergebnissen, indem sie Informationen ignorierten, die nicht auf vernünftige Weise entkräftet werden konnten, sagten Weston und seine Kollegen. Nachdem die Untersuchten sich ihre Meinung gebildet hatten, kam die Hirnaktivität in jenen Regionen, die mit negativen Emotionen wie Ekel befasst sind, zum Erliegen. Aber es entstand ein Höchstmaß an Aktivität in den Bereichen des Belohnungssystems, eine Reaktion ähnlich, wie sie Drogenabhängige erleben, wenn sie sich einen Schuss setzen, erklärte Weston. Die Studie weist auf eine völlige Abwesenheit von Vernunft bei politischen Entscheidungen hin. Wenn du Informationen bekommst, die dein mentales Modell der Welt in Frage stellen, bekommst du Angst, fühlst Ekel, und wenn du die Informationen ausblendest, klingen die negativen Gefühle ab und man kriegt ein rauschhaftes Hochgefühl. Wie ich immer gesagt habe, Politik ist eine Sucht. Und für diejenigen unter uns, die sich in Debatten um Politik oder Philosophie oder Voluntarismus begeben, wir kennen das in- und auswendig. Ich zeige hier nur die biologischen Grundlagen davon auf. Ich tue das, weil ich dir helfen möchte, die Falle zu vermeiden, in die Ayn Rand getreten ist, nämlich Ekel, Horror und Abscheu angesichts der Welt zu bekommen, weil sie so irrational und heuchlerisch ist. Wir haben es mit Menschen zu tun, die ein beschädigtes Gehirn haben. Politik ist Irrationalität. Keine der Neuronenschaltkreise, die am bewussten Nachdenken beteiligt sind, war besonders aktiviert, sagte Weston. Im Grunde erscheint es so, als drehten Parteianhänger so lange am kognitiven Kaleidoskop, bis sie zu den Schlussfolgerungen gelangen, die sie haben wollen, und erfahren dann massive Belohnung dafür, indem der negative emotionale Zustand beendet und ein positiver aktiviert wird. Bemerkenswert abwesend waren jegliche Erhöhung der Aktivität im dorsolateralen präfrontalen Kortex, demjenigen Hirnareal, welches am meisten mit Vernunft zu tun hat. Es geht also nur um emotionale Stabilisierung, Angstreduzierung und das Jagen nach dem Kick durch Bestätigen der bestehenden Überzeugung. Die These. John Bark und Tanya Chartrand vertreten eine überzeugende, wenn auch verstörende These. Der Alltag eines Menschen wird überwiegend nicht von seinen bewussten Intentionen und überlegten Entscheidungen bestimmt, sondern durch geistige Prozesse, die durch Merkmale der Umwelt in Gang gesetzt werden und außerhalb unserer bewussten Wahrnehmung und Kontrolle operieren. Eine These, von der sie zugeben, dass sie schwer zu akzeptieren ist. Das Unbewusste, Vorurteil, Gläubigkeit, Ideologie, Narbengewebe im Gehirn und frühe Traumata steuern das Leben der Leute. Wenn man ihnen Informationen präsentiert, die ihre Auffassungen in Frage stellt, springt ihre Amygdala an. Ihre Nachdenkzentren werden heruntergefahren und alles, was sie tun, ist, die Angst zu kontrollieren, indem sie die Informationen wegschieben. Ist das nicht eine perfekte Beschreibung von dem, was du an jedem Tag erlebt hast, an dem du mit Leuten über Grundüberzeugungen diskutiert hast? Es ist doch gut zu wissen, dass man das erforschen kann, oder? Sozialpsychologen, die das Phänomen erforschen, kamen zu dem Schluss, dass unser bewusster Wille in unserem täglichen Leben nur in etwa 5% der Fälle eine kausale Rolle spielt. Das gilt für die meisten Leute, die Selbsterkenntnis konsequent aus dem Wege gehen. Die Grenzen. Keiner der Forscher auf diesem Gebiet kam zu dem Schluss, und so sehe ich das auch, dass der bewusste Wille ganz und gar eine Illusion sei. Was behauptet wird und was Forscher zeigen konnten, ist, dass das Erleben der eigenen Willensbestimmung sehr viel verbreiteter ist als die Wirklichkeit der eigenen Willensbestimmung. Dieses Phänomen der Täuschung ist kein absolutes Phänomen. Man kann es mit Selbsterkenntnis beeinflussen, mit Hilfe eines guten Therapeuten, durch Tagebuchschreiben, mit Introspektion. Aber zuerst muss man wissen, dass man nicht weiß, was man alles nicht weiß. Zusammenfassung. Man muss Traumata auflösen und frühe Erfahrungen verarbeiten, um über die Nachdenkzentren seines Gehirns vollständig verfügen zu können und die Möglichkeit zu haben, durchgängig rational und weise zu werden. Alles, was die Aktivität der Amygdala steigert,
macht automatisch eine Überflutung der Hirnareale, die für die Vernunft zuständig sind, wahrscheinlicher. Die Menschen sind derzeit in einem vorphilosophischen Zustand. Stammhirnimpulse steuern unsere Emotionen, die wiederum die Grundlage für nachträgliche Rechtfertigungen unserer Handlungen sind. Traumata in der Kindheit erhöhen die Aktivität der Amygdala erheblich. Das Ausmaß, in dem die Leute nicht logisch nachdenken können oder vernünftige Argumente und Fakten wegschieben, weil sie ihre Angst kontrollieren müssen, ist das Ausmaß, in dem sie traumatisiert worden sind. Ich sage, die Menschen sind traumatisiert nicht, weil ich den Klang des Satzes mag, sondern das sind die Fakten. Und ein Faktum siehst du, wenn du mit Leuten diskutierst und sie ärgerlich oder aufgebracht werden oder vernünftige Argumente und Tatsachen wegschieben oder du sie für den Moment überzeugt hast und sie dann in ihre alten Denkgewohnheiten zurückfallen. Das sind alles Anzeichen für Trauma. Du sagst etwas wie, Steuern sind Diebstahl und die Leute werden wütend und dann nehmen sie an, dass du im Unrecht bist, weil sie wütend sind. Man sagt etwas, das dem Weltbild der Leute widerspricht, ihre Amygdala springt an, die Flucht-Kampfreaktion wird ausgelöst, der präfrontale Kortex wird gehemmt und die Information wird weggeschoben, um den Sturm zu beruhigen, der vom Hirnstamm kommt. Es läuft in solchen Situationen kein rationaler Prozess ab und deshalb wird eine Vermehrung von vernünftigen Argumenten und Fakten die Meinung der meisten Menschen nicht verändern. Ideologie als Droge. Ideologie ist nicht bloß wie eine Droge, es ist eine Droge. Leute fühlen sich zum Militär hingezogen, weil sie Angst vor der Welt haben. Warum haben sie Angst vor der Welt? Wegen der Erfahrungen in ihrer frühen Kindheit. Das ist die Realität der Welt, in der wir leben, mit der wir zu tun haben. Wir versuchen Basketball mit Leuten in Rollstühlen zu spielen. Wir müssen die erst in Reha schicken, damit sie wieder auf ihren Beinen stehen können. Die Grundüberzeugungen der Menschen, ihre Ideologien, sind eine Form der Selbstregulation oder des magischen Denkens, das seinem Wesen nach religiös ist, die geschaffen wurde, um eine gedankliche Rechtfertigung für die schon von vornherein bestehenden inneren Zustände zu bekommen. Das ist der Grund, aus dem ich mich von Anfang an meiner Tätigkeit bei Freedom and Radio auf frühe Kindheitserfahrungen und die Auflösung von Traumata konzentriert habe, auf Selbsterkenntnis. Das ist der Schlüssel, den Sokrates schon vor 2500 Jahren hochgehalten hat, der da lautet, du musst zuerst dich selbst kennen. Das unerforschte Leben ist es nicht wert, gelebt zu werden. Weil, wenn man sein Leben und sich selbst nicht erforscht, titscht man nur wie ein Ball im Flipper zwischen verschiedenen emotionalen Zuständen herum, die von äußeren Reizen ausgelöst werden. Der Faktor, der den größten Einfluss auf die inneren Zustände hat, sind die Erfahrungen der frühen Kindheit. Deshalb gibt es keinen Weg, die Rationalität zu verbessern, ohne die Kindheit zu verbessern. Vernunft und Fakten funktionieren nicht. Warum? Weil Vernunft und Fakten nicht die Quellen der Ideologien sind, die die Leute haben. Die tatsächliche Abfolge. Was ist die tatsächliche Abfolge, die die Wissenschaft herausgefunden hat? Wir gehen von links nach rechts. Die wirkliche Abfolge ist Trauma. Trauma entsteht nicht ausschließlich in der Ursprungsfamilie. Es kann auch durch religiöse Einschüchterung entstehen oder durch sehr schlechte Erfahrungen in der Schule. Dadurch entsteht ein beschädigtes Gehirn und dadurch entsteht eine Ideologie. Die Ideologie schützt die Person vor dem Wissen um ihre Traumatisierung und ihr beschädigtes Gehirn. Ich bin nicht kaputt, ich bin nicht krank. Die Welt ist krank, die Welt ist kaputt. Dann pickt man sich pseudorational aus seinen Kenntnissen das heraus, was dem eigenen Grundgefühl und der dazu passenden Ideologie entspricht, und wehrt alle Informationen ab, die dem widersprechen. Wenn die Ideologien eine Folge der Hirnveränderungen und der emotionalen Vorgänge im Menschen sind, sind Vernunft und Fakten der Karren, der von einem Pferd gezogen wird. Der Versuch, Meinungen zu verändern, indem man sich auf Vernunft und Fakten beruft, ist wie den Karren vor das Pferd zu spannen. Man kämpft nur mit Endergebnissen, nicht mit den Ursachen. Daher ist der einzige Weg, dass die Welt rationaler, menschlicher, mitfühlender, friedlicher, fürsorglicher, liebevoller, glücklicher wird, sich als Erwachsener zu erforschen, seine Impulse zu erforschen, seine Gedanken zu erforschen. Ich empfehle immer Psychotherapie, nicht weil wir so krank sind, sondern um richtig gut in Selbsterkenntnis zu werden.
Man kann keine Meisterschaft erreichen ohne einen guten Trainer. Man kann nicht ein Meister der Tugendhaftigkeit und Selbsterkenntnis werden, ohne einen fähigen Lehrer zu haben. Wir müssen eine bessere Beziehung zu uns selbst entwickeln, frühe traumatische Erfahrungen aufdecken und verarbeiten, bessere Eltern für unsere Kinder werden, und dann und nur dann bekommen wir eine freie, glückliche, friedliche Welt, in der es Wohlstand gibt. Es gibt keinen anderen Weg. Vielen Dank fürs Anschauen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit den ganzen Informationen zu befassen. Ich hoffe sehr, dass du ein gutes Leben lebst und es dir gut geht.